Frohe Ostern, schönen Ostern, Sonntag an euch alle. Das Wetter, naja, es ist kalt, dafür scheint die Sonne, zumindest bei uns hier in Freising, Bayern. Und mal schauen, was heute die NBA-Teams machen. Bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Genau, in 6 Stunden geht es knapp los. Chicago Bulls gegen die Brooklyn Nets. Aber ihr kennt es, zuallererst werfen wir einen Blick auf die Tabellen im Osten und im Westen. Wir starten mit der Eastern Conference. Da sieht so aus weiterhin. 76ers und Nets auf 1 und 2. Auch die Bucks mit 3 Siegen in Folge. Jetzt mit ein bisschen viel Puffer, würde ich sagen, auf Platz 4. Dort die Charlotte Hornets, die nicht nur auf LaMelo Ball verzichten dürfen, sondern jetzt auch mindestens 4 Wochen auf Gordon Hayward. Miami Heat mit Oladipo mittlerweile 4 Siege in Folge, läuft. Hawks auf der 6, läuft. Die Knicks 25 Siege, 25 Niederlagen auf 7, ausgeglichene 50er% Bilanz und auf der 8 die Celtics. Danach haben wir einen kleinen Sprung zu den Pacers, Bulls, Raptors, Wizards, Magic, Cleveland Cavaliers und zu guter Letzt die Detroit Pistons, die am Ende, ups, jetzt habe ich das Falsche gelöscht, die am Ende dann wahrscheinlich auch ja, letzter sein werden. Weiter geht es, ich mache mal hier Großbild, schadet ja nicht. Jazz weiterhin auf der 1, 9 Siege in Folge. Starkes Ding. Suns mit 5 Siegen in Folge auf der 2. Dann die LA-Teams vor Nuggets, Blazers. Die Mavs mit 7-3 in den letzten 10 Spielen. Die Spurs genau das Gegenteil. Die jetzt ohne LaMarcus Aldridge und von den Top 8 der letzten Wochen definitiv das Team mit dem größten ja, Rückfallpotenzial. Grizzlies, Warriors, Kings, Pelicans, Thunder, Rockets und weiterhin haben es die Minnesota Timberwolves geschafft, den letzten Tabellenplatz einzunehmen im Westen. Wir starten mit den Bulls, die sich ja zur Trading Deadline mit Nikola Vucevic verstärkt haben. Eigentlich eine Top-Verpflichtung. Noch dazu Daniel Theis, eine zweite richtig gute Verpflichtung. Auch die Abgänge, die sie dafür hatten, neben mal abgesehen von den Picks, eigentlich so, dass sie, dass man das so sagen kann, sie haben sich wirklich gut verstärkt. Die Realität ist aber 6 Niederlagen in Folge, hier 5 in den letzten 5 dementsprechend auch verloren. Bei den Nets läuft es umso besser. Die haben sich jetzt noch günstig eben geholt, einen Blake Griffin und einen LaMarcus Aldridge. Blake Griffin, eh relativ witziger Kommentar. Seit 2 Jahren hört er, wie schlecht er ist und dass er done ist. Und jetzt, wo er ins Netz gegangen ist, sagen die Pressevertreter oder Fans, ja, das ist ja unfair, dass die Nets so einen Klassenspieler zum Discountpreis bekommen. Wir haben diese Partie schon einmal gehabt, letzten Monat. Das haben die Nets knapp gewonnen. Die Bulls, Niederlagen gegen Jazz, Suns. Ja, 2 Top-Teams im Westen. Danach aber, oder davor besser gesagt, gegen Warriors, Spurs und Cavaliers verloren. Die Nets mit Siegen gegen mittelgute Teams. Durant wird wahrscheinlich erst nächste Woche dabei sein. Die Quoten hier relativ spannend. Eine 1,74 auf Brooklyn würde ich gar nicht mal so verkehrt sehen. Aber ja, hier auch die Frage: Chicago Bulls und der Trade Nikola Vucevic ist etwas besser genug. Sie wollen definitiv in die Playoffs kommen. Haben aber trotz guter Stats von Vooch noch nicht so ja, zu sich gefunden und das müssen sie. Klar, wir wissen bei der Tabelle, als Zehnter kann es auch noch in die Playoffs rutschen. Nichtsdestotrotz erwartet man sich natürlich nach so Trades einen guten Schwung. Ich bin gespannt, wir dürfen das Spiel heute um 20 Uhr verfolgen. Bulls, Nets, 2 Teams, die noch nicht so häufig um diese Uhrzeit aufgezockt haben. Der Verstand sagt ganz klar, die 1,74 auf die Nets mitnehmen. Die Logik in der NBA sagt aber, Heimspiel zu früher amerikanischen Uhrzeit an Ostern. Ein Bulls-Team, was jetzt mal gewinnen muss, ein Bulls-Team, was sich gut verstärkt hat, gegen ein Nets-Team, die natürlich auch ohne Durant sind, Harden bombenstark, Irving okay, Harris bombenstark, und LaMarcus Aldridge und Blake Griffin, die wollen natürlich auch etwas beweisen. Deshalb würde ich auch hier tatsächlich auf Seite der Nets bleiben. Wir schauen uns nichtsdestotrotz einmal die
Overzahl an, die mit 225, 226 Punkten etwas zu hoch gewählt ist. Aus meiner Sicht, hier würde ich ein klares Under sehen. Also ich glaube, was bedeutet 226? Das bedeutet ja, dass beide Teams 113 Punkte machen müssten, wenn es jetzt unentschieden ausgehen würde. Und das glaube ich jetzt um diese frühe Uhrzeit nicht. Und ja, ist halt auch kein Topspiel. Ein anderes spannendes Spiel sind die Clippers gegen die Lakers. Theoretisch, das ist ja der dritte gegen den vierten jetzt. Das sind ja die letztes Jahr die beiden Teams, wo man gesagt hat, die kommen sicher ins Finale. Clippers haben es verbockt. Dieses Jahr könnte es vielleicht wieder so kommen. Jetzt aber die Lakers sehr, sehr verletzungsgeplagt, gerade mit LeBron James und Anthony Davis. Dafür haben sie sich jetzt Andre Drummond zum Discount geholt und die Clippers haben sich indirekt verstärkt. Also ich glaube, sie haben ihre Teamchemie vielleicht verstärkt, indem sie Lou Williams abgegeben haben. Auf der anderen Seite kommt mit Rajon Rondo der Spieler, der jetzt auch nicht unbedingt für die perfekte Teamchemie steht. Man siehe damals Dallas, die haben ihr richtig geiles Topscorer-Team aufgebrochen, um vielleicht mit Rondo den extra Schritt zur Meisterschaft zu gehen. Hat nicht funktioniert. Jetzt hat er heute wahrscheinlich sein Debüt. Quotenverteilung klar, weil bei Lakers nicht so viel geht. Man müsste vielleicht hier auch ganz kurz Dennis Schröder erwähnen. Der gute Junge hat einen 80-Millionen-Vertrag abgelehnt. Bin mir nicht ganz sicher, was er sich dabei gedacht hat. Man kennt natürlich nicht alle Details, was, ob die 80 Millionen garantiert sind etc. Aber aus meiner Sicht definitiv ein Fehler. Anscheinend haben, nachdem Dennis Schröder den Vertrag abgelehnt hat, die Lakers auch versucht, ihn gegen Kyle Lowry zu traden. Aber das wollten die Raptors nicht. Man kann jetzt hier mal schauen, Clippers minus 11. Ja, am besten lasst ihr die Hände von dem Spiel und hier über 213 Punkte, das ist schon wieder spannend. Ich finde Clippers minus 11 gar nicht so verkehrt, weil vielleicht wollen die hier auch mal ein Statement-Win raushauen mit 10, 20 Punkten Vorsprung. Und 213 Punkte bedeutet ja letztendlich, dass die vielleicht 120 Punkte machen und Lakers 100, dann hast du ja die Wette gewonnen und ja. Over eher favorisiert. Hier haben wir die Boston Celtics, die auf ganzer Linie dieses Jahr enttäuschen, versus die Charlotte Hornets, die auf ganzer Linie, mal abgesehen vom Anfang der Saison, überraschen und toll spielen, aber ohne Gordon Hayward, ex-Celtic, und ohne LaMelo Ball, handgebrochen, wird es hier aussichtslos, vor allem, weil die Kollegen der Boston Celtics mal gewinnen müssen. Sie haben ja komischerweise ein Starting Center abgegeben mit Daniel Theis und letztendlich war er Starting Center gegen Moritz Wagner. Witzig, dass Deutscher gegen Deutscher getradet wird, nicht so witzig finde ich das für die Boston Celtics, die jetzt auch gefühlt ein bisschen mehr Löcher haben in der Defensive und der Herr Theis kam da glaube ich ganz gut an bei dem Team. Over die Line bei ungefähr 220 würde ich eher runtergehen, weil mir einfach bei den Hornets zu viele Spieler fehlen. Jetzt schauen wir mal. Gegen die Pacers gab es noch den Sieg, aber hier, sie haben nicht so wirklich viele Punkte gemacht und die Celtics haben schwache Rockets besiegt, gegen Dallas verloren, gegen die Pels verloren, gegen City Oklahoma gewonnen, okay, gegen Milwaukee gewonnen. Vielleicht ist der Aufwärtstrend erkennbar. Auf jeden Fall, hier können wir den Sieg der Celtics mitnehmen. Die Line von minus 9, minus 10 finde ich gar nicht verkehrt. Ich glaube, hier an einem Blowout-Win. Joel Embiid ist wieder zurück bei den 76ers, die das erste Spiel gegen die Memphis Grizzlies knapp verloren haben. Jetzt hier mit einem 1-6 eine relativ gute Quote haben. Muss natürlich auch immer schauen, wer spielt und wer nicht aufläuft. Hier würde ich ganz klar einfach den Sieg der 76ers mitnehmen. Wer das Ganze mit einer bisschen besseren Quote noch haben möchte, findet bei einer minus 3 eine starke 1-9er Quote. Kann man mal machen. Und dann gehen wir schon wieder weiter zu den Atlanta Hawks, die nach dem neuen Trainer erst viel gewonnen haben, jetzt mal den einen oder anderen Dämpfer hatten,
gegen die Warriors spielen. Und da werde ich einmal kurz auf die News gehen. Sie haben jetzt gerade gegen, hier steht Giannis mit 47 Punkten. Das ist insofern interessant, weil seht ihr hier, dass sie in letzter Zeit gegen die... Okay, also das ist NBA Roundup. Okay, die Giannis 47 Punkte bei Bildercourte haben nichts damit zu tun, weil die Warriors lagen ja zwischendurch 50, 60 Punkte hinten und das ausgerechnet gegen die Raptors und am Ende waren es dann auch noch, lass mich rechnen, 53 Punkte Vorsprung für Toronto, Wahnsinn. Davor gab es Niederlage gegen die Heat, Sieg gegen die Bulls. Sie haben hier gegen die Hawks bereits mit 124-8 verloren. Dann ist ein bisschen schon die Frage, woher kommt die Quote? Und wenn natürlich so eine Quote so hoch ist hier auf Atlanta, dann hat das mit meistens auch was mit einem Injury Report zu tun. Wir sehen auf Seiten der Golden State Warriors, Draymond Green, Eric Pascal, Day to Day, also fraglich. Wir haben einen Steph Curry, der glaube ich nicht, dass der aufläuft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich bei den Hawks Chris Dunn, den können wir außen vor lassen, John Collins out, Hunter auch egal, aber Gallinari und Trae Young day to day. Jetzt ist schon die Überlegung, ob man das ignoriert, weil die Hawks trotzdem noch ein relativ tiefes Team haben. Sie haben mit Bogdanovic, Hörter, Capella immer noch gute Spieler, die aus meiner Sicht gut genug sind, ein ersatzgeschwächtes Warriors-Team zu besiegen. Von daher würde ich hier einfach die Quote auf die Hawks mitnehmen. Wer ein knappes Spiel an sich vermutet, hat sogar die Möglichkeit, hier nochmal mit einer Plus 3 eine knappe Niederlage der Hawks abzufedern mit einer soliden 1-8-3. Finde ich spannend. Wir haben hier zwei Teams, die an sich für Scoring stehen. Wenn jetzt so viele ausfallen, ist aber schon die Frage, ob eine 225 Punkte immer noch erreicht werden kann. Könnte man sich auch überlegen, aber da vielleicht eher Finger weg. Bei den Magic, die haben ja den totalen Ausverkauf gemacht, kommt es jetzt zum Wiedersehen mit einem ihrer ausverkauften Spieler gegen die Denver Nuggets. Wird Aaron Gordon auflaufen, hat ein gutes Debüt hingelegt bei Denver. Denver auch mit soliden Siegen gegen die Clippers, 76ers, Hawks, Pelicans, alles keine schwachen Teams, während die Magic überzeugt haben gegen Pelicans, Clippers und ja, zwei Teams, die jetzt gerade Denver auch besiegt hat. Gegen die Jazz gab es natürlich die erwartete Niederlage, eine 1-0-7er Quote. Ganz ehrlich, wenn du in der NBA eine 13,5 bekommst, kann man die einfach mal spielen. Völlig wurscht, ob wie das Spiel jetzt hier ausgeht. Macht sowas schon Sinn, weil gerade in der NBA, wenn jetzt so mega Außenseiter, die eh um nichts Großartiges mehr spielen, außer um ihre eigenen neuen Verträge, die können dann schon mal über sich hinauswachsen. Denver nimmt das Spiel vielleicht auf die leichte Schulter, ist dann schnell hinter. Es gibt keine Fans oder wenn, nur wenig. Das heißt, ich sehe hier definitiv Value auf einen Sieg der Magic. Wenn man sagt, also das ist meine Wette des Tages. Also hier Magic plus 16. Das bedeutet halt irgendwie im Fußball, würde ich das vergleichen mit einem 4-5-0, da müsstest du schon Bayern gegen Schalke spielen und da würdest du doch auch Schalke plus 4 nehmen, wenn du sagst, Schalke ist gar nicht so verkehrt. Also Magic, Wette des Tages mit einem hohen Handicap. Why not? Die Magic sind schlecht, gar keine Frage. Die Nuggets sind sehr gut, gar keine Frage. Aber werden die wirklich vier Viertel voll spielen? I don't think so. Houston Rockets gegen die Pelicans. Pelicans enttäuschen Jahr für Jahr. Das wird dieses Jahr nicht großartig anders sein. Auf der anderen Seite sind die Rockets auch eine Katastrophe, obwohl sie den ein oder anderen guten Namen weiterhin in der Truppe haben. Sie haben jetzt eins der letzten fünf gewonnen. Pelicans mit Isaiah Thomas. Ist er wieder dabei, der kleine Mann. Also,
Bin mir gar nicht, ich habe das schon vorher mal gelesen, aber ich glaube, unterschrieben ist immer noch nichts. Ich finde hier ein Sieg der Pelicans definitiv im wahrscheinlichen Bereich minus 4. Entschuldigung, minus 4 auf Pelicans minus 4,5, minus 5. Kann man alles machen. Normalerweise werden die Pals das gewinnen. Die Partie gab es dieses Jahr schon im Februar und im Januar. Beide Male konnte sich... Einmal konnten sich die Pelicans, einmal die Rockets durchsetzen, aber hier im Januar, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren die Rockets noch mit einem deutlich anderen Team am Start. Ich glaube, der ganze Verfall kam dann erst so im Februar. Also, Pelicans plus 4,5, auch eine super Wette. Liebe Leute, die hier die NBA auf Oddspedia verfolgt, danke, dass ihr auch in diesem Video dabei seid. Danke für eure Likes, freut mich immer ganz besonders. Ich denke, wir werden uns nächsten Sonntag wiedersehen. Und bis dahin hoffe ich, dass der Osterhase auch bei euch einen Stopp gemacht hat. Genießt das Wetter, falls ihr könnt. Geht an die frische Luft. Behaltet euch im Rahmen eurer Möglichkeiten. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Bis bald. Oddspedia, the Sports Betting Community.